Komm, wir gehen darüber. Ja, gern. Es muss doch möglich sein, Rumpelstilzchen etwas anderes im Austausch für den Legendariumschlüssel anzubieten. Wenn du meinst. Aber wer ist denn so wählerisch? Wir waren sogar im geheimen Zimmer und haben immer noch nichts gefunden. Was gibt man denn einem Sammler, der bereits eine riesige Sammlung besitzt? Keine Sorge, Wings. Ich bin gut darin, vertrackte Probleme zu lösen. Eiscreme? Ja, ich meine, wer isst denn nicht gern Eiscreme in unendlichen Geschmackssorten? Es gibt Erdbeere, Banane, Mango, Blaubeere, Limette und Himbeere, Zitrone, Orange und Kaugummi-Geschmack. Oh, Musa! Musa! Oh, wei! Irgendwie glaube ich, der Schlüssel gefällt ihm besser. Oder vielleicht ein Hut für alle Jahreszeiten? Ha? Seht euch das an! Stella? Mach, dass das aufhört! Ich glaube, der Hut stand auf Herbstmode. Ich weiß noch was. Wie wär's denn mit einer dreiköpfigen Schlange? Oh, vielen Dank, Stella. Vielleicht sollten wir noch weiter überlegen. Aus dem Weg, meine Damen! War das nicht ein gelungener Auftritt? Beeindruckend. Wir brauchen dringend Ihre Hilfe, Eldora. Allerdings habe ich bereits die perfekte Lösung, mein Schatz. Die Unendlichkeitstruhe. Dieses Kistchen kann so ziemlich alles beinhalten. Sogar magische Kräfte sind darin zu finden. Alles? Was meinst denn du, Daphne? Huh? Daphne, ist alles okay? Oh, ja, natürlich. Ich muss euch etwas Großartiges mitteilen. Was? Huh? Thorin und ich werden bald heiraten. Was, ihr wollt heiraten? Oh, Daphne, das ist ja wundervoll. Ich freue mich so für dich. Wer entwirft denn dein Kleid? Und wer plant eure Hochzeitsfeier? Ich kann bestimmt eure Hilfe gut gebrauchen. Oh, Daphne, ich kann nicht glauben, dass heute schon der große Tag sein soll. Na, dann wollen wir dich mal anziehen. Ich möchte nichts Auffälliges, eher etwas Bescheidenes. Nicht mein Spezialgebiet, aber ich versuch's. Es fehlen noch ein paar Morphix-Bändchen. Oh. Oh, und ein Diadem. Aber wenn, dann muss das Diadem auch leuchten. Und musikalische Schuhe. Musikalisch? Hört ihr das? Das ist der Hochzeitsmarsch. Das ist alles wunderschön, aber ist das nicht ein bisschen zu viel? Nicht im Geringsten. Es fehlt noch eine Kleinigkeit. Wunderschön. Du bist wunderschön. Komm schon, Pim. Die Hochzeit geht los. Die Party kann anfangen. Nein, du bist doch nicht nervös. Hey, Thorin, du siehst heiß aus. Die Braut kommt. Nur für den Fall, dass Daphnes musikalische Schuhe nicht laut genug sind. Schön aus. Mom, Dad. Hallo, Daphne. Nach dir, mein Schatz. Du weißt, dass deine Mutter und ich dich sehr lieben. Jetzt erwartet dich eine schöne und glückliche Zukunft, Schatz.
Na? Was glaubst du wohl, wer du bist? Was hast du da draußen eigentlich gemacht? Ich habe meine eigenen Pläne verfolgt, Icy, und einen Funken von Blooms Drachenflamme gestohlen. Oh. Also kann ich jetzt tun, was ich will. Na endlich! Mir gehört die Freiheit! Wer ist denn das? Was geht hier vor sich? Welcher Geschichte des Legendariums ist der denn entsprungen? Ich habe das Legendarium selbst erschaffen. Oh. Aber ich war für lange Zeit zwischen den leeren Seiten dieses Buches gefangen. Was ist das denn für ein Typ? Nun, er ist zumindest auf unserer Seite. Oder? Falsch! Denn ab jetzt wird hier meinem Befehl gehorcht und nur meinem Befehl! Was meinst du mit nur deinem Befehl? Du hast mir große Macht versprochen. Ich habe nur getan, was ich tun musste. Ich schulde dir überhaupt nichts, Selina. Also war das auch dein Plan? Na toll, sag schon. Hattest du etwa vor, uns auch auszuschalten? Wie kannst du es wagen? Und dabei haben wir doch so viel für dich getan. Niemand überlistet die Tricks, Mädchen. Vielleicht bis jetzt nicht. Schwestern? Hier, nimm das. Hey, sie versucht zu entkommen. Macht euch bereit, Hexen. Es gibt noch eine leere Seite im Legendarium, auf der eure Namen bereits stehen. Hallo, Selina! Na komm schon raus, sag, wo du bist! Verschwende nicht deine Kräfte, Kleines! Du kannst dich vor mir nicht verstecken! Ich muss Acheron aufhalten. Aber das schaffe ich nicht allein. Bloom, sie ist meine ganze Hoffnung. Bloom, kannst du mich hören? Bloom! Selina? Ich bin in großen Schwierigkeiten. Acheron ist frei und er ist sehr gefährlich. Ja, da hast du wirklich recht. Ha. Und ab jetzt bin ich der alleinige Herrscher über die gesamte magische Dimension. Unendliches Chaos! Heute ist ein Tag der Freude und ein Tag der... Keine Ahnung! Daphne, sei vorsichtig! Ich zaubere eine Energieblase, damit wir sanft landen. Es gab zwar keine Energieblase, aber gelandet bin ich trotzdem sanft. Was ist denn passiert? Mein Zauber hat nicht funktioniert. Was für ein Glück, dass jede von euch Wings immer noch einen Teil der Drachenflamme in sich trägt. Wie konnte das passieren? Selina hat recht gehabt. Acheron ist wieder frei. Acheron? Oh nein! Genau das hatte ich befürchtet.
Selina ist in großer Gefahr. Und die anderen Hexen des Wolkenturms ebenfalls. Und wir auch. Wenn Acheron vorhat, uns anzugreifen. Es tut mir so leid für dich, Daphne. Wir müssen die Hochzeit verschieben. Geh ruhig, Blum. Rette sie, bevor es zu spät ist. Die magischen Wings! Blumix! Blum! Hey, der Drachenflamme! Ihr bekommt das hin, Wings. Selina, ich glaube, das Legendarium gehört mir. Nein, dieses Buch ist in meinem Besitz. Ich werde es dir nicht überlassen. Ich habe gehört, du brauchst Hilfe. Blum, du hast mir also geglaubt. Ich verspreche dir, ich kann es erklären. Du kannst mir später noch eine Menge erklären, aber jetzt haben wir ein viel größeres Problem. Genau, der Wolkenturm ist völlig außer Kontrolle. Kommt, Wings, wir folgen dem Wolkenturm. Blum, wie können wir ihn aufhalten? Wir versuchen zuerst einen Schutzring um die Schule herum zu bilden. Jetzt, Wings! Tolle Show, Wings. Doch, so leid es mir tut, ich glaube, ihr müsst euch ein bisschen mehr Mühe geben. Erhebe dich, großer Echsengeist, und zerstöre die Magie, die es gewagt hat, dir die Stirn zu bieten. Selina, pass auf! Haltet euch bereit, Wings. Diese Echse ist ja nicht nur groß, sondern riesig. Ihre Blitze können der Drachenflamme standhalten. Alles okay, Selina? Sollte das für Trainingseinheit sein, die gebe ich dir gerne zurück. Lichtspektrum! Chlorophyllblitz! Wasserblitz! Vulkanangriff! Ich weiß nicht, ob es dir schon klar geworden ist, aber ich besitze ebenfalls die Kraft der Drachenflamme! Ja! Nein! Das ist alles meine Schuld! Das alles! Ich habe eine Idee. Sag mir, was du vorhast, Blum. Ach,
Acheron soll mich jagen und du versuchst, ihn ins Buch zu sperren. Und dann versiegeln wir das Buch. Nur wie? Für Rumpelstilzchen ist Acheron doch viel mehr wert als der Legendarium-Schlüssel. Ihr geht also immer noch nicht auf. Sehr mutig, ihr kleinen Feen. Solange es finstere Zauber wie dein gibt, werden wir niemals aufgeben. Nun, diesen wundervollen Gedanken darfst du gern auf ewig weiterverfolgen. Die magischen Wings. Mythix. Mythix, märchenhafte Abenteuer. Mythix. Blum, Pega, Drachenflamme. Und wo hattest du vor, jetzt hinzugehen? Tapferkeitsflamme! Die Legendarium-Welt ist mein Königreich, meine Kreation. Du hast nicht die geringste Chance, Blum. Ja. Ich habe inzwischen auch schon ein paar Dinge in der Legendarium-Welt kennengelernt. Ich mich nicht vor dir, Acheron. Und warum versuchst du dann vor mir zu fliehen? Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Blum! Das sind die Fallen von Rumpelstilzchen. Was anderes hast du nicht drauf? Das war noch nicht alles. Ich bin mir sicher, dass du unheimlich gern zur Rumpelstilzchens Sammlung gehören würdest. Unendlichkeitstruhe! Warte! Was machst du denn? Nein! Nein! Das ist das perfekte Geschenk für Rumpelstilzchen. Hörte ich da gerade etwa meinen Namen? Hallo, Rumpelstilzchen. Ich denke, du kommst wegen deines Schlüssels zurück. Doch was bringst du mir, das mich beglückt? Ich habe hier etwas, das wird dir bestimmt gefallen. Wirklich? Ehrlich? Lass mich sehen. Im Tausch für den Legendarium-Schlüssel biete ich dir diese magische Truhe an. In dieser Truhe ist Acheron, der Erfinder und berühmteste Zauberer des Legendariums. Nein, nein, das kann nicht wahr sein. Also gefällt dir das Geschenk? Blum, das ist ein Fest für meine Augen. Nichts anderes kann als Austausch besser taugen. Das ist unser Handel abgemacht. Du bekommst den Schlüssel, ich halte Wort. Wer doch gelacht? Also versprichst du es? Ich verspreche es. Der Handel ist besiegelt. Ich will nichts mehr. Über dieses tolle Geschenk freue ich mich sehr. Tschüssi. Es wird Zeit, alles wieder in Ordnung zu bringen. Wie lustig. Ich wollte gerade dasselbe sagen. Ach, Blum, ist das nicht großartig, sich auf diese Art und Weise wiederzusehen? Die Tricks... Oh, oh! Oh,
Die arme Blum ist ja ganz allein ohne ihre Feenfreundinnen. Icy, was hast du hier zu suchen? Acheron hat uns in seinem blöden Buch eingesperrt. Ja, richtig. Ohne rothaarige Feen, mit denen wir spielen können. Aber hey, seht euch das an. Wir haben eine gefunden. Herzlich willkommen, Blum. Es wird dir in dieser Welt sehr gut gefallen. Diese Echse da drüben sieht nicht so aus, als wollte sie in nächster Zeit aufhören zu kämpfen. Wasser, Blitz! Wir brauchen Blum! Unendliches Echo! Kannst du gern nochmal haben! Selina, sag uns, wo Blum ist! Blum ist in der Legendarium-Welt und versucht dort Acheron zu besiegen. Dann sollte sie sich bitte beeilen. Diese Echse scheint ziemlich wütend zu sein. Hilfe! Organischer Schild! Ich wünschte, ich könnte helfen. Aber Acheron hat mir alle meine Kräfte genommen. Acheron hat der gesamten magischen Dimension ihre Kräfte genommen. Vielen Dank, du hast echt für Riesenchaos gesorgt, Selina. Ich würde euch diesmal wirklich gern helfen. Das meine ich ernst. Vielleicht würde dieses Echsenschätzchen ja auch gern eine gute Nachtgeschichte hören. Ohne meine Kräfte kann ich kein einziges Lebewesen mehr aus dem Legendarium hervorrufen. Dass Blum Acheron besiegen konnte. Aber wo ist sie dann jetzt? Sie muss irgendwo hier drin zu finden sein. Komm schon, Blum, zeig uns, wo du bist. Oh, sieh doch! Blum wird von den Tricks aufgehalten. Passt bloß auf, Tricks! Nein, ich spüre ein furchtbares Zittern in meinen Knien. Guter Witz, Icy. Tapferkeitsflamme! Tapferkeit rettet dich hier auch nicht, Blum. Wir lassen dich hier nicht raus. Sag lieber deinen Freundinnen auf Wiedersehen. Und zu uns Hallo, Trix. Wir waren so kurz davor, die Herrschaft zu übernehmen. Aber warum musst du immer dein Näschen in unsere Angelegenheiten stecken? Mir wäre es anders auch lieber. Wo willst du denn jetzt auf einmal hin, Blum? Nicht stark genug, Stormy. Keine Sorge, Darcy, du bist die Nächste. Ich glaube, das hat wehgetan. Dann leg doch noch mal einen drauf, Blum. Wenn wir mit dir fertig sind, bist du nichts weiter mehr als eine leere Seite in einem Buch. Ich kann's nicht erwarten, dich Tag für Tag bis in alle Ewigkeit in den Boden zu stampfen.
Jetzt wecken wir dich auf und machen dich ganz fertig. Dann essen wir eine Kleinigkeit und machen dich weiter fertig. Und zum Abendessen machen wir dich alle. Kommt eng zusammen, Schwestern. Es wird Zeit für den Käfig der Klagen. Fantastisch. Meine Energie. Nein, dieser Käfig nimmt mir all meine Energie. Lichtspektrum! Biorhythmischer Strom! Unendliches Echo! Wellenprotektion! Selina, kennst du noch einen anderen Zauber? Einen hätte ich da noch. Das sieht doch schon viel besser aus. Selina, gibt es eine Möglichkeit, Blum aus der Legendarium-Welt zu befreien? Nicht ohne auch die Tricks zu befreien. Ihr müsst mir glauben, das tut ihr doch. Du hast uns immer wieder belogen. Wieso sollten wir dir diesmal vertrauen? Ich werde euch beweisen, dass ich euch nicht mehr belüge. Lenkt die Echse ab! Selina, wo willst du denn hin? Gut, lasst uns loslegen, Wings. Eine andere Wahl bleibt uns sowieso nicht. Ja, und lasst uns hoffen, dass Selina diesmal die Wahrheit sagt. Wings! Angriff! Hört mir alle zu. Ihr dürft den Wolkenturm nicht verlassen, egal was passiert. Selina, was hast du denn vor? Ihr werdet es schon noch erfahren. Das Geheimnis des großen Echsengeistes. Ich glaube, ich kenne es. Alle Magie des Wolkenturms ist in diesem Drachenskelett verborgen. Zusammen mit den gesamten Kräften, die von den anderen Schulen gestohlen wurden. Diese geballte Energiequelle hält die große Echse da draußen am Leben und gibt ihr Kraft. Und nun ist es Zeit, dass die Kräfte wieder dorthin gehen, wo sie hingehören. Möge die Magie der gesamten magischen Dimension wieder zu ihren rechtmäßigen Besitzern zurückkehren. So sei mein Befehl. Wenn das Selinas Werk ist, nehme ich alles zurück. Wir sind frei!
Gib es auf, Blum. Deine magischen Kräfte rinnen dir durch die Finger wie Sand. Oh, du kämpfst dich unnötig ab. Ich werde trotzdem nicht aufgeben. Meine Freundinnen wissen auch, wer ich bin. Nur durch sie habe ich erfahren, wie stark ich wirklich bin. Und das werde ich garantiert niemals vergessen. Wenn mein Herz zerbricht, dann rettest du es für mich. Deswegen liebe ich dich. Und nenne ich den Plan, dann bist du trotzdem da. Wenn ich meinen Glauben und fürchte die Gefahren, bist du stets bei mir und wirst es für immer sein. Freunde fürs Leben. Meine Familie und Freunde geben mir am meisten Kraft und am meisten Energie. Flammenwickel! Was? Oh, nein! Hey, das ist nicht fair! Wieso nicht? Ihr könnt euch doch frei bewegen, wenn ihr möchtet. Ihr kommt einfach nur nicht aus dieser Blase heraus. Dafür wirst du bezahlen, Blum! Merkt ihr dann! Bis dann, Trix! Sehr gut gemacht, Wings. Du bist wieder zurück und es scheint dir gut zu gehen. Und das ist nicht alles. Seht mal her. Der Legendarium-Schlüssel. Unsere Mission ist erfüllt. Wow, ihr habt ihr den Wolkenturm gerettet. Ja, natürlich. Und die magische Dimension hat ihre Kräfte zurück. Blum. Und das verdanken wir Selina. Selina, danke schön. Oh, Blum. Ich kann nicht glauben, dass du mir wirklich verzeihst, nach allem, was geschehen ist. Wir waren doch Freundinnen. Wer sagt, dass das heute nicht mehr so sein kann? Manche Freundschaften halten eine Ewigkeit. Ja, Wings für immer. Aber wir müssen trotzdem noch etwas tun. Und dafür brauchen wir das Legendarium, Selina. Bist du ganz sicher? Lass mich kurz noch etwas nachsehen. Selina, ich weiß, dass du mich hören kannst. Pass auf, Schätzchen. Bring das besser in Ordnung und hol uns hier raus. Ich glaube, wir haben genug gehört. Ja, allerdings. Der Schlüssel, er lässt sich nicht drehen. Das verdanken wir bestimmt Rumpelstilzchen. Wenn er dir den falschen Schlüssel gegeben hat, dann werde ich mir diesen kleinen... Moment, vielleicht liegt es ja nicht am Schlüssel, sondern an der Person, die ihn benutzt. Lass mich mal versuchen. In Ordnung, Selina. Wir vertrauen dir. Stopp! Überleg, was du tust. Das wird dir noch leid tun, Fee! Du hast es getan. Das Legendarium ist für alle Zeiten verschlossen. Ja, und nun gebe ich es seinem Besitzer zurück. Hallo, Liebes. Große Feenmutter, dieses Buch gehört Ihnen. Dankeschön, Selina.
Es scheint mir, als hätte ich es Jahre nicht gesehen. Oh, war es immer so schwer aufzuschlagen? Ich glaube, es ist kaputt. Es lässt sich nicht öffnen. Ich habe das Buch versiegelt. Für alle Zeit. Wunderbar. Das konntest nur du, Selina. Und jetzt bist du endlich wieder bei uns. Das Legendarium hat die magische Welt in große Angst versetzt. Aber derjenige, der daraus vorliest, trägt die Verantwortung. Wir müssen alle lernen, mit unseren Kräften vorsichtig umzugehen. Mit größter Vorsicht und Respekt. Die Magie in jedem von uns ist auf direktem Wege mit unserem Herzen und Gedanken verbunden. Und alle habt ihr wieder einmal bewiesen, dass Güte über alles siegt. Toll, Wings! Toll, Wings! Toll, toll, toll! Große Feenmutter, würden Sie mir gestatten, wieder bei Ihnen in die Lehre gehen zu können? Um eine gute Fee zu werden? Natürlich, meine Liebe. Ich bin garantiert nicht abgeneigt. Ich freue mich für dich, Selina. Gut, dass du dich so entschieden hast. Ich war so daneben. Ganz schön sogar. Aber ihr alle habt mir den richtigen Weg gezeigt. Der Weg der Magie ist hart. Er erfordert Fleiß, Hingabe und Respekt. Und außerdem ist es ein langer Weg, eine gute Hexe zu werden. Ich bin nun wieder zurück und verspreche euch, es wird außerdem kein leichter Weg. Wir beginnen einfach wieder ganz von vorn mit dem Eingangstest des Wolkenturms. Seid ihr alle bereit? Ja, seit Ewigkeiten. Und wir sehen toll aus, möchte ich hinzufügen. Ich bin noch nicht ganz einverstanden. Hä? Wenn ihr erlaubt, Gentlemen. Wow, cool. Aber sehen diese kurzen Hosen nicht etwas zu urlaubsmäßig aus, Stella? Naja, ein Versuch war es jedenfalls wert. Oh, wow, wow. Nun, das ist wohl passender. Also wo waren wir stehen geblieben? Ich nehme mal an, ihr beide wollt immer noch heiraten. Gut, so sollte es ja auch sein. Und ich kann mir kein hübscheres Paar vorstellen. So wundervoll, so strahlend, wie zwei Blumen in voller Blüte. Ich gebe euch nur eine einzige wichtige Lebensweisheit mit auf den Weg. Oh, aber jetzt habe ich sie vergessen. Ach was, immer wenn ihr euch anseht, sollt ihr euch daran erinnern, dass euch heute eure große Liebe hierher geführt hat. Wenn niemand einen Einwand äußern möchte, dürft ihr euch nun küssen. Daphne, ich freue mich ja so für dich. Danke, Blum. Und ich bin unglaublich stolz auf dich. Weißt du was? Wir sind ein perfektes Team. Thorin! Glückwunsch, Mann! Danke, mein Cousin. Ein Buch kann neue Welten öffnen. In ihnen wartet eine weitere Heldin. Ihre Träume sind die gleichen, denn sie fliegt wie du. Ja, wir alle sind Legenden. Und wir haben ein Geheimnis. Stellt euch euren Ängsten und bleibt stolz, denn ihr wisst, was ihr wirklich könnt. Zusammen haben wir Kräfte, die man nicht verstecken muss. Gemeinsam sind wir stärker, Zauberkraft im Überfluss. Wow, 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 oh. Die magische Mann steht für Magie und Zauber. Wir rocken die Welt. Jetzt oder nie, kommt noch die Chance und
Doch jedes Mal wurden wir stärker. Wir kämpfen hart für unsere Welt. Jetzt feiern wir nur das hier zählt. Wir helfen und wir schützen uns. Wir sind Freunde, sind Familie. Ich für euch und ihr für mich. Zusammen stoppt uns einfach nicht. Und kommt ein SOS, haltet euch voller Kraft bereit. Jetzt wo es endlich losgeht, jetzt wo die Party steigt. Wow, 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 wow. Wir machen Schwung still für Magie und Zauber. Wir rocken die Welt. Jetzt oder nie, und nutzt die Chance und glaubt an euch. Und ihr strahlt. Fort mit dieser Kraft.